Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer 18. Coding Challenge. Heute geht es wieder mal um Duplikate, allerdings ein wenig schwieriger als letztes Mal. Letztes Mal war ja schon arg einfach, ich weiß. Und zwar um Duplikate mit K-Abstand. K ist auch eine zufällige Zahl, die ihr hier findet. Und dann natürlich wieder mal eure Liste. Und ja, ihr werdet sehen, die Zahlen sind deutlich größer. Das ist wieder mal dazu da, damit ihr ungefähr 50-50 Chance habt. Also ich meine, das ist ja alles gewürfelt, aber ja, damit man weiterhin circa eine 50% Chance hat, dass eben ein Duplikat drin ist oder auch nicht. Das war einfach nur eine grobe Anpassung von Parametern von mir. Es sind nicht genau 50%, aber fast. Und ja, das ist eure Aufgabe. Ihr sollt überprüfen, ob zum Beispiel jetzt hier, also wenn ihr zum Beispiel diese Zahl 49.701 habt, sollt ihr überprüfen, ob eine Zahl 49.702 oder 1 drin ist, das geht beides, oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8. Und dann natürlich auf die andere Seite auch noch. Das heißt, ihr müsst dann auch noch die kleineren Zahlen überprüfen. Das heißt 49.701, 49.699 und so weiter und so fort. Maximal 8 Abstand. Und das ist eure Aufgabe. Ist nicht ganz so einfach wie letztes Mal. Und ja, man kann das Ganze natürlich auch wieder Brute Force durchmachen sozusagen. Aber wieder ist eure Aufgabe, versucht das Ganze in O von N hinzubekommen. Und ja, das ist eigentlich eure Challenge. Ihr kriegt natürlich die Challenge wieder mal über einen Get-Request, der Link ist in der Beschreibung, und ihr könnt eure Lösung per Post-Request wieder mal natürlich in der Beschreibung, der Link, hinschicken. Genau, und eure Lösung sollte gültiges JSON-Format sein, das heißt hier einfach Token, Doppelpunkt und dann eben eure Lösung, also zum Beispiel True oder False, beziehungsweise ja, je nachdem, was ihr halt da reinschreiben wollt, wie immer eigentlich. Cool. Und ja, das war's mal wieder von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei den Challenges. Ich weiß, die können jetzt für manche auch ein bisschen zu einfach sein. Ich hatte aber ein paar, die waren zu schwer für manche. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal so ein bisschen den Bogen kriege. Aber ich glaube, die sind so alle ganz gut für alle. Also, es schadet auf jeden Fall nicht, sich bei der auch mal so ein bisschen die Zähne auszubeißen. Cool, dann war's das von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.